Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin stinkig, ich bin sauer, ich bin genervt. Und an der Videobeschreibung könnt ihr auch erkennen, warum. Ich genieße so gerade die Natur. Bin hier ein bisschen auf den Berg gegangen, weil ich einfach mal so ein bisschen die Zeit gebraucht habe, um mich dezent zu entspannen, bevor ich das Video aufnehme. Ich hoffe, man hört überhaupt was. Bestimmt. Es geht mir ganz schön windig hier oben am Berg und es ist wunderschön und es ist einfach toll und ich habe hier nicht mal Internet. Und da sind wir beim Thema. Es ist hier oben so toll und so ruhig. Und man hat nicht mal Internet hier oben, weil man so abgeschieden ist. Also so grundsätzlich wäre das hier eigentlich ein perfekter Bauplatz für, sage ich mal, 90% aller Politiker aktuell. Ne? Weil dann bräuchten sie sich auch mit dem Internet nicht beschäftigen, weil diese Dinosaurier auch keine Ahnung davon haben. Und eigentlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich ja einen sehr neutralen Kanal. Ich mache Elektronik, ich verkaufe elektronische Bausätze und so gesehen bin ich eigentlich immer ganz neutral gewesen, weil ich es gar nicht einsehe, politische Themen oder gesellschaftskritische Themen in meinem Kanal anzusprechen. Da wir jetzt aber plötzlich eine Überschneidung haben, da die Politiker meinen, sie müssen sich in unsere Welt des Internets einmischen, obwohl sie keine Ahnung davon haben, muss ich doch ein Video dazu machen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Und ausschlaggebender Grund war eigentlich, und das soll eigentlich ganz viele Leute mal zum Nachdenken bewegen, Gott, ist die Kamera schwer. Ausschlaggebender Grund dafür war eigentlich, dass heute, an dem Tag, wo ich das Video aufnehme, Donnerstag, Wikipedia abgeschaltet wird. Also Wikipedia Deutschland. Englisch geht noch. Weil die Wikipedia-Gemeinschaft beschlossen hat, wir schalten es ab, damit die Leute mal anfangen nachzudenken. Und ich weiß nicht, ob sie anfangen nachdenken. Ich würde es ja bitterlich erhoffen, dass sie es endlich mal machen würden. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass was funktioniert. Wir haben, weiß Gott, wie viele Millionen Unterschriften gesammelt. Millionen. Ne? Wir reden hier nicht von, ja, da hat mal der Stammtisch von nebenan ein paar Unterschriften gesammelt, sondern wir reden von mehreren, wirklich vielen Millionen Unterschriften, Petitionen und weiß Gott was. Und warum reden wir überhaupt? Worüber rede ich denn überhaupt? Wir reden von Artikel 13. Und warum ich jetzt ein Video mache, ist, weil es mich einfach nervt, das Thema. Einmal Wikipedia ist weg, das finde ich mal cooler Schritt. Heute Samstag, wenn das Video online kommt, ist im Übrigen mein Shop offline. Ich nehme meinen Shop auch runter. Also Samstag, diesen Tag, wo das Video rauskommt, gibt es ganz viele Demonstrationen zum Thema Artikel 13. Ich kann das auch nicht so neutral formulieren und so. Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich verlinke euch mal unten ganz viele Videos. Also Wildeburger Solmecke, der Herr Solmecke, der macht ein paar gute Videos. Da beleuchtet euch das so ein bisschen aus rechtlicher Sicht. Um es in den Worten vom Tanzverbot zu sagen, diese uralten Dinosaurier, die nicht mal ein 3310er Nokia haben, weil sie wahrscheinlich zu alt dafür sind, sollen einfach unser Internet in Ruhe lassen. Also ich weiß auch nicht. Zitat. Tanzverbot, irgendwie so ähnlich. Auszugsweise Zitat. Dürfte ich nach Artikel 11 und nach Artikel 13 ohne Genehmigung auch nicht mehr sagen. Sowas glaube ich. Ja, Leute, so sieht's aus. Und meine Meinung dazu, ich weiß nicht, wahrscheinlich vergraule ich mir jetzt 50% aller Viewer, 50% aller meiner Kunden, weil ich denke, Gott, was hat denn der Hajo für eine Einstellung, der spinnt ja komplett. Aber das ist mir einfach wert, weil ich einfach mal ein Statement dazu geben muss. Ich muss einfach mal ein Statement machen. Ups. Oder umfallen hier. Das kann so nicht sein, Leute. Ich meine, Artikel 13 ist ja schön und gut grundsätzlich. Urheberrechtsgedöns und so weiter. Dass die ganzen, keine Ahnung, Leute irgendwelche Musik komponieren oder was auch immer, dass die da ihr Geld kriegen, wenn jemand das Musikstück oder so verwendet. Grundsätzlich eine ganz feine Idee. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, Kunst war immer schon ein brotloser Job, oder? Also ich meine, wie viel, Aristoteles oder weiß Gott, wer war das, der in der Mülltonne gelebt hat? Also ich meine, es war ein brotloser Job. Immer schon, seit Tausenden von Jahren. Und ich meine, wenn ihr meint, ihr müsst Bilder malen, dann verkauft es an eine Galerie. Oder wenn ihr meint, ihr müsst Musik komponieren, dann, ich hüpfe jetzt da runter, dann geht es zu einem Verlag und der soll das für euch regeln. Aber ich weiß nicht, warum
warum jetzt da ein YouTube oder was auch immer und ein Internet-Upload-Filter dafür geschaffen werden muss. Und wenn es halt nicht klappt, dann habt ihr halt einfach Pech gehabt, meiner Meinung nach. Ich meine, ich bin da vielleicht echt sehr radikal, was das Thema anbelangt. Aber ich bin halt auch echt hart genervt davon gerade. Und ich denke mal auch, wenn ich meine Bausätze mache und ich veröffentliche die Schaltpläne und irgendeine chinesische Firma kommt und verkauft meine Bausätze, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Und wenn ihr gern Musik komponiert und ihr gern, keine Ahnung, oh, kann man sich da hinsetzen, wenn ihr gern Musik komponiert und wenn ihr gern Geld damit verdienen wollt, dann macht halt gute Musik und verkauft die an ein Label oder was auch immer. Vielleicht bin ich da auch ganz falsch bei der ganzen Thematik und sehe das irgendwie komplett verkehrt oder so. Aber mich nervt es halt tierisch, dass dann YouTube Probleme kriegen wird. Es gibt ein paar Leute in meinem Kanal, die kennen Artikel 13. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht. Es geht um sogenannte Upload-Filter bei Artikel 13, weil aktuell, wenn ich ein Video hochlade und ich habe jetzt hier im Hintergrund eine Musik laufen zum Beispiel, dann bin ich dafür verantwortlich, dann kriege ich den Strike und kriege ich die Abmahnung von dem Verlag und Rechteinhaber oder was auch immer. Nach dem Artikel 13 dreht sich das Ganze dann um. Da wird dann YouTube quasi abgemahnt dafür, dass ich den Urheberrechtsverstoß begehe. Und das ist natürlich eine Thematik, die YouTube sagt, das ist nicht so riskant. Und damit haben wir natürlich ein Problem, ganz klar. Ich weiß nicht, ob mein Kanal eingeschlossen, ausgeschlossen. Es gibt auf jeden Fall viele Kanäle, die ich sehr gern habe, die davon eingeschlossen sind, die da Probleme kriegen würden. Und ich sehe das halt ehrlich gesagt nicht ein. Ich habe zum Beispiel als Hintergrundmusik, ich blende es jetzt mal hier im Hintergrund ein, damit ihr wisst, wovon ich rede, die Musik von Nigel Stanford. Der hat damals dieses Album Semantics rausgegeben. Brillantes Album. Ich verlinke es euch auch unten, wenn ich es nicht vergesse. Und dieses Album hat mir so gut gefallen damals, da war er noch nicht so bekannt, der Nigel. Und dann habe ich den angeschrieben, der ist aus Australien, glaube ich, oder so. Und habe gesagt, du, wie schaut's aus, ich hätte gern deine Musik für meine YouTube-Videos. Und dann hat er gesagt, ja, das kostet dir $100, dann darfst du mein komplettes Album für deine YouTube-Videos im Hintergrund und so verwenden. Habe ich dann bezahlt und das fand ich total geil. Und jetzt, wenn ich ein Video mache, so wie dieses wahrscheinlich jetzt auch, und ich nehme die Musik von ihm im Hintergrund her, kriege ich erstmal einen Strike. Also da sagt erstmal YouTube, Urheberrechtsverletzung, bla 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 bla. Ich muss da Einspruch einlegen, muss da mit meinem Namen dafür bürgen, muss da weiß Gott was alles erledigen, damit eben ich beweisen kann, dass ich die Rechte an diesen Liedern habe, dass ich die verwenden darf für diese Videos. Und das war jetzt so ein Thema, wenn ich das dann verwenden würde, dann müsste erstmal YouTube beweisen, dass ich diese Videos verwenden darf. Und das wäre ein Riesenaufwand und diese Arbeit würden die sich nicht antun, das wäre zu stressig für die. Und von dem her finde ich es einfach total nervig und ich weiß auch nicht, Leute, heute ist Samstag, wenn das Video rauskommt. Eigentlich hätte ich euch was von Letch und was von BCD-Code erzählen wollen, da müsst ihr jetzt bis nächste Woche warten. Guckt mal in die Videobeschreibung, guckt auf meinen Shop ehio.de, guckt mal rein, ich verlinke euch alles. Ich verlinke euch ein paar Videos vom Solmecke, der echt ein paar gute Recherchen geleistet hat. Ich verlinke euch auch die Streik-Thematik, also es gibt ja Aufrufe dazu, dass Leute auf die Straße gehen sollen. Da verlinke ich euch mal was. München, allen großen Städten geht es heute rund, glaube ich. Guckt's mal rein, beschäftigt euch mal mit dem Thema. Und ich hoffe halt echt, dass diese Dinosaurier, die da sind, ich meine, die sind ja nicht alt. Ich meine, so ein Forst, der ist ja nicht 85 und deswegen im EU-Parlament, der ist ja eigentlich in unserem Alter. Also eigentlich müsste er Ahnung von dem Zeug haben. Und ich weiß es aber nicht, ob einfach das Geld viel wichtiger ist, dass die da einstreichen. Ich meine, die verdienen so viel Euro. Nur dafür, dass ab und zu mal im EU-Parlament sich auf den Sitz hinsetzen und davon können normal arbeitende Menschen einfach nur träumen. Und eigentlich sollten die Politiker, die da sitzen, ja die normal arbeitenden Menschen vertreten und die Meinung von denen vertreten und nicht die Meinung von irgendwelchen großen Lobbys. Ihr verdient genug Politiker, ihr kriegt genügend Geld dafür. Nee, einfach nee, ich verstehe es nicht. Aber egal, ich will mich politisch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit meiner Meinung. Ihr kennt jetzt grob meine Meinung zu Artikel 13. Ich finde es grundsätzlich okay, aber wie sie es umsetzen, ist einfach nervig. Ja, ich spaziere jetzt wieder zurück. Ich habe mich jetzt abreagiert, es geht mir wieder gut, tatsächlich. Ich habe mich ausgepowert, ich bin da hinten den Berg hochgelaufen und werde jetzt dann den Berg wieder zurück runterlaufen und fahre dann wieder nach Hause ins Büro. Und werde ein bisschen was arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, Leute. Hoffen wir mal, dass Montag, glaube ich, ist die Abstimmung. Hoffen wir mal, dass das EU-Parlament die Augen aufmacht und sich in eine gute Richtung entscheidet, wie sie das Ganze machen sollen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.